Herzlich willkommen in Luzern. Herzlich willkommen im Herzen der Schweiz. Die Beziehungen zum Iran gehen bis ins 17. Jahrhundert zurück. Damals ließen sich Schweizer Uhrenmacher im Persischen Reich nieder. So zum Beispiel Jacob Rousseau, ein Onkel von Jean-Jacques, oder Johann Rodolf Stadler, geboren 1605 in Stein am Rhein. Im 19. Jahrhundert verstärkten sich die Wirtschaftsbeziehungen, insbesondere Transport- und Bankensektor. Auch beteiligten sich Schweizer Archäologen an Ausgrabungen in Persien. 1873 unterzeichneten die beiden Länder einen Freundschafts- und Handelsvertrag, 1934 einen Freundschaftsvertrag und Niederlassungsabkommen. Ab dem 20. Jahrhundert kamen Iraner in die Schweiz, wie der frühere und erste demokratisch gewählte Ministerpräsident Mohammed Sajedek, der übrigens auch Schweizer Bürger war. 1919 eröffnete die Schweiz in Teheran ein Konsulat, ab 1936 eine Botschaft. Aufgrund ihrer Neutralität vertrat und vertritt die Schweiz auch heute in Iran viele fremde Interessen. Der Iran und die Schweiz pflegen gute bilaterale Beziehungen. So viel das meiste vom EDA aus der Webseite des Eidgenössischen Departements für Auswärtige Angelegenheit. Auch in unserer Sprache finden wir zahlreiche persische Einflüsse. Das Schach kommt zum Beispiel vom Wort Schah und heißt König. Und wenn der König erledigt ist, dann sagen wir Schachmatt. Des Öfteren essen und trinken wir Produkte hergestellt aus den Trauben Shira. Shira ist bekanntlich eine Stadt im Iran und dort wurde diese Traubensorte gezüchtet. Die Beziehungen mit dem Iran sind also vielseitig und langdauernd. Zuerst redet Dr. Walter Bühlmann. Er hat Archäologie und Bibelwissenschaft studiert und war Forschungsbeauftragter für Bibelwissenschaft und Archäologie an der Universität Luzern. Herr Botschafter, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Ihnen einen kleinen Einblick geben, was man da in diesem Land sieht, wie die Geschichte verläuft. Etwas, was Sie vielleicht zum ersten Mal hören. Die Bibel, also das Alte Testament, ist nämlich in Iran entstanden, vor allem in Susa. Die Redaktion der Bibel wurde da intensiviert. Wieso gehe ich auch gerne in den Iran? Das hat folgenden Grund. Ich treffe dort sehr viele sympathische Menschen an. Es sind Menschen, die auch den Zugang mit uns suchen. Jeweils auf unserer Reise machen wir sehr viele Begegnungen. Das ist sehr interessant. Und das Verrückte ist, man lässt mich als Wissenschaftler reden. Die schiitische Religion, die ich sehr, sehr schätze, ich bin ja auch Theologe, ich übrigens katholisch natürlich. Und da muss ich mal immer wieder feststellen, die Menschen machen ein furchtbares Durcheinander. Sie können nämlich nicht unterscheiden, dass es im Islam gibt es zwei Richtungen, das sind die Schiiten und die sind in Iran natürlich bis zu ungefähr 90%. Dann gibt es eben die Sunniten und wir kennen meistens die Sunniten und dann verbinden wir das meistens immer mit Fundamentalisten. Ich habe das auch erfahren, ich habe eine große Achtung vor der schiitischen Religion, weil ich auch als Theologe sehr viel von dieser Religion lernen kann. Ich bin ein Christ. Und treffe natürlich im Iran sehr viele Christinnen und Christen an. Ist auch etwas, das die Menschen nicht verstehen. Man sieht sogar Türme, Kirchentürme in Isfahan. Es gibt 16 Kirchen im ganzen Armenierviertel. Aber nicht nur die Armenier, sondern es gibt auch ganz verschiedene christliche Religionen, also natürlich in Teheran selbstverständlich, aber wir haben auch in Urumqi, wir haben einmal ungefähr, glaube ich, etwa 6 Kirchen haben wir besucht, also protestantische, katholische, dann vor allem auch die östlichen Riten. Das sind sehr viele Christen auch da. Ich bin schon zweimal beim höchsten Ayatollah gewesen, vom Qom. Wir haben eine Freundschaft und da merkt man dann plötzlich, also wie einfältig wir manchmal sind. Und irgendwie, wir sind kompetent, oder jeder weiß schon, fällt ein Urteil,
aber es wäre vielleicht doch schön, wenn wir etwas bescheidener wären. In the name of God, the gracious, the merciful, the God of all of us, the God of Jews, Christians, Muslims, and even the people who are not believing in these three great religions. This is a real pleasure for me to be amongst the good friends in this very beautiful city of Lucerne. Iran and Switzerland have had a very historical, friendly relationship. How many don't understand English here? You put something in my pocket, I hope it's... I really thank my very good friends who have arranged this program tonight to know each other much better. Ich bedanke mich bei meinen Freunden, die dieses Treffen organisiert haben, damit wir uns besser kennenlernen können. Iran and Switzerland have been in very good contacts from hundreds of years ago. So in the past we have known each other. That's why Professor Walter and the other colleagues who had gone to Iran presented such a very great presentation here. From thousands of years ago, my country was on the map, but unfortunately, we were in a very, very strategic intersection of the world. Then it was the turn of the Arabs and Muslims to conquer Iran. Dann haben die Araber und Moslems Iran erobert. Of course, we were weak in those times. Wir waren schwach in diesen Zeiten. We accepted Islam ourselves voluntarily. Wir haben freiwillig den Islam als Glaube übernommen. But we tried to complement Islam and complete it. Aber wir bemühten uns, den Islam zu ergänzen. And the Islamic culture, when it was in Iran, it was enriched. So wurde die islamische Kultur im Iran bereichert. All the six books, religious books for the Sunni sect of Islam were written by Iranians. Alle sechs Bücher, die für die Sunniten geschrieben wurden, wurden von Iranern geschrieben. They are called Sahahe Sette in Arabic. Das war eben der Name dieser Bücher. These are very difficult to be translated, I know. I sympathize with our very good friend. I don't want to bother you with the more names. Und das, die anderen Bücher noch. So that was what we behaved with our Jewish brothers and sisters, what we behaved with our Christian brothers and sisters. Always we have been friends with them in Iran. We very fastly move the history to the present and contemporary world. Wir machen jetzt einen Sprung durch die Geschichte in die moderne Zeit. In the First and Second World War, we were neutral. Im Ersten und im Zweiten Weltkrieg war Iran neutral. But the Allied forces in both wars occupied Iran. Aber in beiden Kriegen besetzten die alliierten Truppen unser Land. Millions of Iranians were dead. Millionen Iraner wurden getötet. Because of the sufferings of these two wars. Infolge dieser zwei Kriege. While we were not a party to each of these fighting members. Obwohl wir auf keiner beider Seiten mitkämpften. So the Iranians made the first revolution. It was the constitutional revolution in 1906. Deshalb gab es 1906 die erste iranische Revolution, eine Verfassungsrevolution. It was before these wars, of course. Es war vor diesen beiden Weltkriegen. But before these wars also, and the prelude to these wars, some parts of Iran were occupied by major foreign forces in those times. Schon vor dem Ersten Weltkrieg wurden Teile Irans durch fremde Mächte besetzt. In 1906, we established the first parliament in the whole Asian continent. 1906 gründeten wir das erste Parlament in der asiatischen Welt. It was only Japan who had some 10 years before Iran its first parliament, but Japan is not located in the Asia continent proper.
It's an island outside Asia. 10 Jahre zuvor hatte Japan als einziges asiatische Land eine Verfassung, also eine parlamentarische Demokratie. Aber Japan gilt nicht zum gleichen Teil Asiens wie der Iran. So we were the first democracy in the Asian continent in 1906. Unfortunately, after the First and Second World War, our democracy and our system, everything was wrapped by those occupations. Leider wurde unsere Demokratie während den beiden Weltkriegen durch die fremden Besetzer beseitigt. Then, in 1952, we established again the first democratic government in the whole Middle East. Dr. Mossadegh, you know him very well. Dr. Mossadegh was the prime minister, freely elected in a very democratic system by the whole nation of Iran. But again, very big powers could not tolerate him because he nationalized the most important wealth of our country, oil. Er hat unser größtes nationales, also unser größtes Reichtum, Öl, verstaatlicht. So after 2 years of creating false accusations against him, creating demonstrations in the streets and terrors and economic sanctions. These are enough to be translated. Also, 2 Jahre lang haben dann diese fremden Mächte gegen den Iran agitiert, innerhalb wie außerhalb des Landes. Es gab Terror, es gab Demonstrationen wurden organisiert, manipuliert. There was a very bloody coup d'etat by CIA and MI6. Dann haben das britische MI6 und die amerikanische CIA einen Coup organisiert. So Dr. Mossadegh was pushed aside. Unser Premierminister wurde dann beseitigt. And another dictatorial government or dictatorship was imposed upon our nation again. Eine diktatorische Regierung wurde unserem Land aufgezwungen. By who? Wer? Bei wem? Von wem? By those who say we are for democracy in the world. Bei denen, die Demokratie weltweit retten wollen. So we had the Islamic Revolution victorious. Die islamische Revolution siegte. We had only after 40 days the first referendum. 40 Tage nach der Revolution kam es zum ersten Referendum. In this referendum, 98.2%, 98.2%, it was not Saddam's referendum. It was a real people's referendum. 98.2% voted for an Islamic Republic. The very, very democratic basis for any system in the world. Das ist wirklich die demokratische Grundlage für jedes System in der Welt. Then we elected some representatives to write the new constitution. Wir haben dann Volksvertreter gewählt, die die neue Verfassung verfassten. In less than 1 year, the second referendum was held in Iran for this constitution. Kaum ein Jahr nach der Revolution kam es zu einem zweiten Referendum zur Annahme dieser neuen Verfassung. In the second referendum, in less than 1 year, more than 90% of the population voted for the present constitution. Mehr als 90% der Bevölkerung stimmte dann für diese neue Verfassung. In those days, nobody dared to say there was a cheating. Damals traute sich niemand zu sagen, dass geschummelt wurde. Nobody could really accuse the Iranian nation or government of any manipulation. Niemand konnte die iranische Regierung oder Bevölkerung des Wahlbetrugs bezichtigen. So, the intrigues and plots began. Die Machenschaften und Komplotte begannen. Just like the coup d'etat against Dr. Mossadegh. We faced lots of coup d'etats by the army. Es gab zahlreiche coup d'etats vom Militär. The former army of the Shah. Die frühere Armee des Schahs. 16.000 Menschen kamen bei diesen Terroranschlägen um. They couldn't change anything in Iran. Aber diese Anschläge haben nichts geändert. Iran blieb, was es war. So they intrigued Mr. Saddam Hussein and told him, according to our satellites, the Iranian army is very weak.
if you attack Iran, in 1 week you would be in Tehran. Die Fremdmächte bewegten dann Saddam Hussein dazu, den Iran anzugreifen. Behaupteten seine Armee, die Armee des Irans wäre schwach. He attacked Iran. Saddam Hussein griff Iran an. For 8 years we were entangled in this bloody war. 8 Jahre lang tobte der Krieg, which was imposed on us. Der uns aufgezwungen wurde. Hundreds of thousands of Iranians were martyrs. Hunderttausende von Iranern wurden zu Märtyrern. Many Christians and Jews were among these martyrs. Unter diesen Märtyrern gab es viele Christen und Juden. But we again resisted and came up. Aber wir leisteten einmal mehr Widerstand und erhoben uns. Then the sanctions which had begun, they were very much stricter. Die internationalen Sanktionen gegen unser Land wurden strenger. During these past 33 years after the revolution in Iran, in den letzten 33 Jahren nach der Revolution, we have not passed any day without plots, conspiracies, coup d'etat, wars or threat of wars. Es gab in diesen 33 Jahren es verging kein Tag ohne Drohungen, ohne Verschwörungen, ohne Terror, ohne Sanktionen. But the present day Iran, you could search it yourselves on the Iran ranking on the internet to see what is the ranking of Iran in each sector. Sie können aber selbst im Internet nachsehen, wie der Stellenwert des Irans ist in all diesen verschiedenen Bereichen. We are the 16th economic power of the world. Wir sind die 16. Wirtschaftsmacht der Welt. Or 17th, as CIA Factbook says. Oder 17. wie das CIA Factbook das sagt. And we are the 8th producer of iron. Wir sind der 8. größte Eisenhersteller. We are the 5th producer of cement and construction. Wir sind der 5. Weltproduzent für Zement. We are the 3rd dam builder in the world. Staudammbauer der Welt. We are the 12th automobile producer in the world. Wir sind der 12. größte Automobilhersteller in der Welt. And we are in many sectors among the 10 first countries in the world. Und in anderen vielen Bereichen gehören wir zu den 10 besten Ländern der Welt. How? By sticking to our independence and neutrality like Switzerland. Thank you very much. Jetzt wollen wir reden in medias res. Herr Salari, was sind die neuesten Entwicklungen im Iran? Iran, as usual, is very hopeful that all members of the international community are convinced that we are a good partner for them if they behave rational and reasonable. I talked to the foreign minister of Iran. His main concern was the next summit of non-alignment movement. Iran is at the moment the president of the non-alignment movement of the world. It is comprised of 118 members. Members who are not aligned to any power. And the summit in Tehran in 4 months later would comprise all the leaders of these 118 members in Tehran. Und das Gipfeltreffen, das in 4 Monaten stattfindet, wird dann die Staatsführer, die Oberhäupte dieser 118 Länder zusammenbringen. It is the most important event in the history of Iran. Es ist das wichtigste Ereignis in der Geschichte Irans. And it shows that the real international community is selecting Iran as its chairman. Und das zeigt, dass die reale internationale Gemeinschaft Iran als Anführer gewählt hat. And the international community is not only summarized into EU or US. Die internationale Gemeinschaft besteht nicht nur aus der Europäischen Union oder aus den Vereinigten Staaten. My real apology to our American friend. Ich entschuldige mich bei meinem amerikanischen Freund. We very much like the American citizens. Wir lieben die amerikanischen Bürger. As I told my very good sister,
als ich es meiner guten Schwester erklärte. But we want a real change of their government. Aber wir möchten einen wahren Wechsel auf Regierungsebene. Dominik Bettig, wie sehen Sie das als Altnationalrat? Wie steht die Schweiz zum Iran? Ich habe etwas Angst, dass ein Krieg vorbereitet wird gegen einen Staat, ein Volk, der ethische Werte hat. Und diese Werte sind Unabhängigkeit, Neutralität, Widerstandsfähigkeit gegenüber New World Order. Und ein Staat, ein Volk wird diabolisiert. Es gibt viele, viele Medialügen, um die Geister zu diesem Krieg vorzubereiten. Aber das gefällt mir nicht. Ich bin für Frieden. Ich bin für eine Welt mit vielen Kräften, nicht unipolar, aber multipolar. Es gibt neue Kräfte, die politische Kräfte, ethische Kräfte, die kommen. Und das ist für uns wichtig. Wenn man sieht, was jetzt uns die Amerikaner und die Europäische Union macht. Ich sage, wir brauchen Freunde, wir brauchen Hilfe. Und es gibt Leute, die unsere direkte Demokratie bewundern. Das sind die Leute aus Iran. Und was mich auch sehr viel gefällt, ist diese spirituellen Werte. Also was die Iraner machen, ist Mitleid für alle Unterdrückten der Welt. Und das gefällt mir. Sie helfen Palästina und das ist natürlich ein Verbrechen. Und es ist nicht ein Verbrechen, Leute zu unterstützen, die für ihre Heimat, für ihre Kultur kämpfen. Und das ist mein Ziel. Ich möchte, dass die politische iranische Kultur besser in der Schweiz bekannt ist. Ich habe viele Sachen gelernt. Das war für mich erstaunend, die Rolle der Frauen in Iran, Referendum, Demokratie. Die Revolution war eine nationale Revolution gegen internationale Konzerne, gegen Groß- und Supermächte. Und das gefällt mir. Ich bin immer seit sehr junge. Ich war für die Unterstützung der Nationen, der Völker gegen Imperialismus, USSR-Imperialismus oder US-Imperialismus. Das war immer mein Ziel, diese Revolutionen zu unterstützen. Und Iran ist heute etwas, das zu diesem Modell ähnlich ist. Und natürlich, ich will alles machen, sodass diese andere Sicht von allen Leuten in der Schweiz bekannt ist. Ja, dann vielleicht direkt eine Anschlussfrage an Professor Walter Bühlmann. Iran ist ja ein Vielvölkerstaat. Das besteht aus Perser, aus Kurden, aus Juden, aus Christen, aus Belutschen. Wie haben Sie in Ihren Iran-Reisen das Zusammenleben der verschiedenen Kulturen und Völker in Iran erlebt? Ja, ich muss wirklich sagen, was mich immer wieder beeindruckt, ist ja gerade von der Religion her oder von der schiitischen Religion, die leider in unseren Gegenden nicht verstanden wird. Und ich habe sehr viel gelernt gerade von dieser schiitischen Religion, weil sie sehr offen ist. Also ich selber als Katholik muss wirklich ein Kompliment machen, wie die Schiiten umgehen mit ganz modernen Fragen. Ich muss sagen, wenn ich so einen Vergleich mache zwischen Sunniten und Schiiten, würde ich sagen, die Sunniten sind eher die Katholiken. Ich bin Katholik, oder? Und die Schiiten sind eher die Reformierten, die Protestanten. Das heißt, ich erlebe eben auch von der Religion her, oder erlebe ich diese Offenheit. Also man kann mit den Leuten reden, man kann auch solche Fragen oder kann man aufgreifen. Natürlich gibt es im Iran auch viele, die sind mit der Religion, haben auch nicht mehr viel. Aber wenn man wirklich Menschen immer wieder trifft und darüber diskutiert, dann findet man doch sehr viele, die Verständnis haben. Und dann auch wissenschaftlich, oder? Also ich meine,
Da ist sehr viel Potenzial auch vorhanden gegenwärtig. Vor 4-5 Jahren, da waren mehr Frauen an der Universität als Männer. Und wenn man mit jungen Leuten spricht, oder so, spürt man das auch. Sie sind interessiert an unserer Kultur, sie sind interessiert an der Technik und so weiter. Das tönt jetzt alles sehr gut, lieb und nett heute Abend, aber jetzt eine direkte Frage an Herrn Botschafter Salari. Weshalb baut dann Iran eine Atombombe offenbar nach unseren Medien? Was ist da los? That's because we are not building. Weil wir keine bauen. We do not need atomic bombs. Wir brauchen keine Atomwaffen. We have created better deterrences than atomic bombs. Wir haben bessere Mittel als Atomwaffen. Deterrence, you know? Abschreckung. Atomic bomb is the work of mad people. Atomwaffen sind das Werk verrückter Menschen. And mad ideas. Und verrückter Ideen. A bomb which doesn't segregate between the civilians, the children, and the military installations, and will wipe out everything in the whole city, is a real mad construction of the human being. Eine Waffe, die nicht unter Zivilisten und Militär unterscheidet und ganze Städte ausradiert, ist das Werk verrückter Menschen. We are not in need of that madness. Wir brauchen nicht diesen Wahnsinn. And we have better deterrences to defend ourselves. Wir haben bessere Abschreckungsmittel, um uns zu verteidigen. We have learned from the Swiss. Wir haben von den Schweizern gelernt. We have 20 million mobilization forces. Wir haben 20 Millionen mobilisierbare Soldaten. But I should tell you that Swiss also a little bit have learned from the Achaemenid period. Aber ich muss auch sagen, dass die Schweizer von der Achaemenidischen Periode gelernt haben. And the Parthians. Und von den Parthians. Who created these mobilization forces. Die dieses Modell aufgebaut haben. But anyhow, with 20 million mobilized forces, how we need any other deterrence? Warum brauchen wir andere Abschreckungsmittel, wenn wir 20 Millionen mobilisierbare Menschen haben? There are a lot of threats against Iran. Viele Drohungen werden gegen den Iran ausgesprochen. But we have very, very powerful things in our side. Wir haben auf unserer, aber sehr, sehr mächtige Sachen auf unserer Seite. I do not say anything about our military forces by myself. Ich sage jetzt nichts über unser Militär. But I refer you to the words of Mr. Meir Dagan. Aber ich weise Sie auf Meir Dagan Worte. He was the chief spy of the Zionist regime. Er war der Hauptspion des zionistischen Regimes. At the head of Mossad, when he was having a farewell speech. Als er seine Abtrittsrede hielt. He mentioned to his own government. Er sagte zu seiner eigenen Regierung. That if you want to receive 15,000 missiles in the first hour of the war. Wenn Sie in der ersten Stunde des Krieges 15.000 Raketen erhalten wollen. Ja. In the first hour of the war. In der ersten Stunde des Krieges. So please then wage a war against Iran. Dann bitte greifen Sie den Iran an. That's our deterrence. Das sind unsere Abschreckungsmittel. What else we need? Wir brauchen nichts anderes. And the missiles could really be targeted at the real military targets, not the civilians. Und unsere Raketen können ganz genau militärische Ziele treffen und militärische und nicht zivile. And it is impossible for any military to defend in front of such conventional forces. Und keine Armee kann sich gegen eine solche starke konventionelle Waffe verteidigen. I think it's enough for the atom bomb. Thank you. Weshalb
sind denn die Sanktionen? Woher kommen die? Was will man damit bezwecken? It is to me this question also. You have to work. Yes. The sanctions are to bend the Iranians before some powers in the world. Das Ziel der Sanktionen ist, das iranische Volk in die Knie zu zwingen. They want to wipe out our resistive power. Fremde Mächte wollen unsere Widerstandskraft vernichten. But we have become sanction proof. Aber wir sind jetzt also immun gegen die Sanktionen. You know, during the 8 years of the war, these sanctions were there. Während den 8 Jahren des Krieges zwischen Iran und Irak gab es schon diese Sanktionen. In those days, I remember that some countries in the world abstained from selling barbed wire to Iran. In dieser Zeit waren sogar einige Länder nicht bereit, dem Iran sogar Stacheldraht zu verkaufen. Barbed wire? It was good translation? Yeah. They said it's a military item. Sie sagten, es sei ein Militärmittel. But during these 8 years of the war, which Iraq imposed on Iran, aber in diesen 8 Jahren Krieg, der uns von Irak aufgezwungen wurde, we had prisoners of war from 26 nationalities. Da hatten wir Kriegsgefangene von 26 verschiedenen Nationen. It showed that it was not Iraq only at war with Iran. Dies zeigte, dass nicht nur der Irak im Krieg mit Iran war. What was the result of these 8 years of war? Was war das Ergebnis dieses 8-jährigen Kriegs? They wanted us to say yes to some powers. The sanctions are trying to do that again. Mit den heutigen Sanktionen versucht man wieder, uns in die Knie zu zwingen. But last week or 10 days ago, announcement of Madam Ashton showed that these sanctions are not of any use anymore. They said that you should not enrich uranium. Man sagt uns, wir dürfen kein Uran bereichern. But enrichment of uranium is a right recognized by NPT. Die Anreicherung von Uran ist aber ein anerkanntes Recht laut diesem Vertrag. So this shows that the system of sanctions is going to reach to its end. Das heißt, dass dann der Sanktionsprozess zu einem Ende kommen wird. Like the war which was going to end. And we are going to promote peace altogether. Und wir werden dann alle zusammen Frieden fördern. Thank you. Dann eine kurze Frage an Dominik Bettig. Wieso macht die Schweiz die Sanktionen mit? Was haben wir davon? Ja, ich habe etwas Mühe, das zu verstehen. Wir sind ein unabhängiges Land, wir sind neutral und der Druck gegen uns ist so hoch, dass wahrscheinlich der Bundesrat und die Bundesversammlung nichts machen kann. Das ist eine Schande. Ich habe gehört, dass die Regierung etwas macht, sodass die Sanktionen nicht so heftig gebraucht sind, aber ich bin davon nicht überzeugt. Es ist schade, dass unser Land, unsere direkte Demokratie, nicht einmal seine eigene Rolle spielen kann. Also wir müssen mit allen anderen Kulturen, Politikern diskutieren und denken. Das ist unser Recht, das ist unsere Tradition. Und wenn es Formen von Regierungen gibt, die nicht gleich wie die unsrigen sind, dann kann man auch etwas machen. Die Evolution kann selber gehen. Es braucht keine Sanktionen, es braucht keinen Krieg, es braucht keine Medialügen. Was Sanktionen betrifft, manchmal frage ich mich, ob das Sanktionen nicht ein Vorteil für das Land sind, die Sanktionen bekommen. Ich habe letztes Jahr eine Reise in Abkhazien gemacht. Dort gibt es auch wirtschaftliche Sanktionen. Ich kenne auch Iran jetzt. Und manchmal kann ich mich die Frage stellen, ist es nicht ein Vorteil, die Globalisierung, die uns gedrängt, das ist vielleicht nicht so positiv. Die Leute, die das Glück haben, ihre eigenen Ressourcen zu bauen, haben vielleicht einen Vorteil damit, aber das ist etwas provokativ. Aber was die anderen wollen, ist natürlich die Zerstörung, aber vielleicht ist es nicht eine Zerstörung. Ich habe eine Frage an Sie, Herr Botschafter. Sie haben aufgezählt, dass Iran in verschiedenen Sachen
in den vordersten Rängen der Welt ist. One of the top countries in the world. Tatsache, dass der Iran die zweithöchste Zahl von vollstreckten Todesurteilen hat jährlich nach China und vor Nordkorea. I do not know the real proportion of Iran with the other countries, but the reason would be the very, very important other figures. We are the intersection of all drug trafficking in the world. 95% of those who are executed, according to the law, of course, and in the process of sometimes more than 5 years, a lengthy process, lengthier than giving the Iranian nationality. These are the drug traffickers. Also, er kennt nicht die genauen Zahlen, wie viele Menschen in Iran hingerichtet werden und wie das ja auch im internationalen Vergleich steht. Aber er sagt, Iran befindet sich an der Kreuzung eben der internationalen Drogenwege und 95% der Menschen, die im Iran hingerichtet werden, wurden wegen Drogenschmuggel verurteilt. And I should add that the Iranian drug traffickers who are, according to the law, executed are not more than the Iranian police officers who are killed by these drug traffickers. Und die Zahl der Menschen, die gesetzgemäß wegen Drogenschmuggel hingerichtet werden, die Zahl ist nicht höher als die der Polizisten, die von diesen Schmugglern ermordet werden. By these drug traffickers, hundreds of thousands and millions are entangled into drug addiction. Also, die Dame im Publikum sagte, dass man nicht nur die getöteten Polizisten unter den Opfern der Drogenschmuggler so rechnen soll, aber auch die jungen Iraner, die dann drogenabhängig werden. Es handelt sich um Hunderttausende, sogar um Millionen von jungen Iranern. And during the past decades, 4,000 police officers have been killed in fight with these drug traffickers. Im letzten Jahrzehnt wurden 4000 Polizisten bei der Bekämpfung des Drogenhandels getötet. I very much thank you for raising this question. Ich bedanke mich dafür, dass Sie diese Frage erwähnten. But I should let you know how these drug traffickers are behaving. Aber ich möchte Ihnen erklären, wie diese Drogenschmuggler handeln. They enter from our borders with Afghanistan and Pakistan. Sie kommen über unsere Grenze mit Pakistan und Afghanistan in Iran. Because the main factory of opium and drugs is nowadays Afghanistan under the Allied or NATO forces. Weil der Haupthersteller von Opium ist heutzutage der Afghanistan, der ja von den Alliierten geführt wird. When they pass our borders, they are riding bulletproof vehicles which armies use. Wenn sie nach Iran kommen, haben sie gepanzerte Wagen. And they have very, very heavy guns. Und schwere Maschinengewehre. Anti-air missiles sometimes. So Luftabwehrraketen manchmal. And these are an army really. Und sie sind quasi wie eine Armee. When an army is in fight with you, what should you do with that army? Wenn eine fremde Armee sie angreift, wie sollten sie reagieren? Should you make peace with them simply and kiss them? Sollte man mit ihnen einfach Frieden schließen und sie umarmen? Or you should take them and stop them from any other crime in future. Oder soll man sie verhaften und daran verhindern, in der Zukunft noch weitere Verbrechen zu begehen? In some period of our revolution, the death penalty was coming down. Zu gewissen Momenten während der Revolution gab es weniger Todesurteile. And we freed these drug traffickers. Und wir haben dann diese Drogenschmuggler, Drogenhändler freigelassen. But after some months or years, we saw them again killing our police officers. Aber nach einigen Monaten oder Jahren waren sie wieder da und töteten unsere Polizisten. And again continuing their crime. Und machten weiter mit ihrem Geschäft. If any country wants to take them as refugee, we are free to leave them. Wenn ein Land bereit ist, diese Kriminellen als Flüchtlinge aufzunehmen, bitte sehr.
I don't say that in Iran we are free of any kind of crime. Ich sage nicht, dass es in Iran keine Verbrechen gibt. But I should say that there is no hungry man or woman anymore in Iran. Ich kann Ihnen aber sagen, dass in Iran kein Mann, keine Frau mehr unter Hunger leidet. All fair media are really welcome by any independent individual, including myself and my nation. Also jeder Mensch, auch ich und mein Land, sind froh über faire Berichterstattung. But I should say that at the present world, unfortunately, the media are fighting the wars before the militaries. Aber heutzutage führen die Medien Kriege vor dem Militär, leider. And sometimes they love wars more than the military personnel. Und so, manchmal lieben die Medien Kriege sogar mehr als das Militär. This morning, a very well-known professor at Bern University, who lives in Luzern, came to my office and showed me a newspaper article, a Luzern newspaper, that there is something taking place in Luzern, in Bahnhof, our session, which is very dangerous. Heute kam ein Professor, der in Bern lebt, aber aus Luzern ist, kam zu mir mit einem Zeitungsbericht, der sagte, ja, hier heute in Luzern findet ein gefährlicher Anlass statt, dieser Anlass heute hier. And they said that the ambassador of this country named Iran should not have the right to express his views. Und im Zeitungsbericht stand, dass da nicht der iranische Botschafter nicht das Recht haben dürfte, hier seine Meinung zu äußern. It shows that some media are fearful of diffusion of the facts and realities. Einige Medien scheinen Angst davor zu haben, also vor einer Verbreitung von Wahrheit und Fakten. I bring you an example. I know you are very tired now. Noch ein schnelles Beispiel, denn ich weiß, dass Sie müde sind. And our hosts are very generous, but they did not offer any dinner for us. Unser Gastgeber ist sehr großzügig, aber es gab kein Abendessen. But 27 years ago, I think, in the midst of the war that Iraqis had imposed on Iran. Vor 27 Jahren, inmitten des Krieges zwischen Iran und Irak, ein Krieg, der uns aufgezwungen wurde. I was working in the Department of the Foreign Ministry, responsible for European affairs. Ich habe damals in der Abteilung des Außenministeriums gearbeitet, die für Europa zuständig war. We received a very, very horrific film from the television, a television station in Italy. Wir haben da einen Film erhalten aus Italien, der in den Medien ausgestrahlt wurde. Einen schrecklichen Film. It showed some Iraqi soldiers. Es zeigte irakische Soldaten. That their feet was tied to two jeeps. Die Füße, also die Beine dieser Soldaten waren an zwei verschiedene, also Autos gebunden. And they showed that these jeeps and the drivers of the jeeps, these cars, military jeeps, were the Iranians who pulled this Iraqi and turned it into two pieces. Und man zeigte dann eben, wie die Motoren angeworfen wurden und dann diese irakischen Soldaten angeblich vom iranischen Militär in zwei gerissen wurden. After 3 years of judiciary proceedings, nach 3 Jahren eines langen Rechtsstreits, the institute holding this television company, das Institut, das dann diesen Fernsehsender kontrollierte, was condemned, wurde verurteilt. It was revealed that the poor soldier was an Iranian. Es wurde bewiesen, dass die Soldaten, die gefoltert wurden, in Wirklichkeit iranische Soldaten waren. Was turned into two pieces by the Iraqis. Und die Folterer waren Iraker. But they had worn on him the uniforms of the Iraqi soldiers. Aber diese irakischen Soldaten trugen iranische Uniformen. Also, das war eine Täuschung. And the media had made an aggrandissement. Und die Medien haben das dann alles aufgebauscht. And some $100,000 of fine was waged against this station. Und dieser Fernsehsender musste dann hunderttausende
also Franken dann also Buße zahlen, ja. A movie was made in Iran, a documentary was made. Ein Dokumentarfilm wurde im Iran über diese Sache regarding gemacht. Regarding this case. And it was revealed that the Iraqi embassy had given the video cassette. In those times we had video cassettes to that station. Und es stellte sich heraus, dass die irakische Botschaft dem italienischen Fernsehsender die Videokassetten überspielt hatte. To defame the Iranian soldiers and the Iranian nation. To defame um die iranischen Soldaten und die iranische Nation sagen wir, durch den Kakao zu ziehen. Many of present day diffusions and propaganda are exactly like that. Und heutzutage geht es auch noch so zu. They make the victim the murderer. Sie machen aus Opfern Mörder. And they make the murderer as the victim. Und stellen die Mörder als Opfer dar. I hope this is not repeated in future by the wisdom of the viewers. Ich hoffe, dass das nicht wieder vorkommen wird, dank der Weisheit der Zuschauer. Thank you for your patience. Okay. First you should request for a visa for with a car. Sie brauchen zuerst ein Visum. Then our consular department would be at your disposal. Und dann würde unsere Konsulabteilung zur Verfügung stehen. But be careful with a car in Iran, you will have an awful time. Passen Sie auf, wenn Sie in Iran fahren, das wird eine schreckliche Zeit. I, as the ambassador of the country, would not recommend you to take your car to Iran. Ich würde Ihnen als Botschafter Irans nicht empfehlen, den eigenen Wagen nach Iran zu nehmen. Because the people are really driving very independently. Die Leute fahren dort auf eine sehr eigenartige Weise. Okay. He was in Iran in 1979. With a car? With my hometown. Yes, please. So I'm very happy that you are alive. Ja, er sagte, es freut mich zu sehen, dass Sie noch leben.